Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Und zwar soll es gehen um HDRI Maker. Und zwar, wenn wir hier mal schauen, ich habe das hier mal vorbereitet, gibt es auf Blender Market, wahrscheinlich auch auf Gumroad. Und ich habe mir das jetzt überlegt, weil ich die Idee eigentlich ziemlich cool finde, dass man eben Schatten hat und das alles in Verbindung mit der HDRI Map, genau. Hier sieht man das sehr schön. Und mir sind aber ein paar Sachen ein bisschen aufgefallen dabei. So, erstmal, falls ihr das doch kaufen wollt, es kostet jetzt gerade nicht 60 Euro, sondern oder Dollar, sondern 45. So, was mache ich natürlich, wenn ich sehen will, wie das ist, weil in dem Vorschauvideo sieht man nicht sehr viel. Ich schaue mir dazu eine Preview an oder beziehungsweise einen Test oder so. Und hier, wie heißt der Kanal? Ask NK. Der ist ganz gut und der testet halt auch immer Add-ons. Und jetzt seht ihr hier, dass der quasi ein Objekt hat und eine HDRI-Map. Das ist alles hier von HDRI Maker. Ja, die Oberfläche. So, und jetzt schau mal, drückt da gleich das Knöpfchen und bam. So. Und jetzt hat er da Schatten und das Ding sitzt scheinbar auf dem Boden und das ist ganz cool. Was ich mir nur die ganze Zeit dabei gedacht habe, war, warum ist das Objekt so klein? So, wenn wir hier schauen, ich meine, das könnte man ja irgendwie auch groß skalieren. Das ist ja immerhin, sage ich mal, eine Skulptur. Findet man noch was anderes? Nein, es bleibt immer klein. Okay, gibt auf jeden Fall ziemlich ganz coole Funktionen und einen Haufen HDRI-Maps, aber um die HDRI-Maps ging es mir nicht, weil die kann ich auch auf HDRI-Heaven oder HDRI-Heaven mir runterladen. So, und jetzt habe ich hier noch ein zweites ja, Testvideo quasi gefunden und der hat das nicht so sehr, also promoten, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sieht man hier diese Issues, was das hat. Also man sieht, dass das Ganze eine gewölbte Kugel ist. Hier sieht man auch sehr schön mit der Straße die Perspektive. Okay. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt dann aber eigentlich für 60 Euro vielleicht nicht so der Brüller. So, und dann schauen wir mal. Habe ich mich gestern rangesetzt und habe das hier auch mal nachgebaut. Und ja, das Problem ist, die Sachen schauen klein aus, weil man kann sie nicht wirklich größer machen. In dem Moment, wo man die Sachen größer macht, muss man weiter weg. Und dann fällt diese ganze Optik in sich zusammen. Dann wirkt das halt nicht mehr so richtig cool. Und wenn wir dann rauszoomen, sehen wir, wir sind in einer Kuppel. Okay, ich habe jetzt hier noch aus technischen Gründen, aus schwer technischen Gründen, diese HDRI-Map als komplettes Background-Image nochmal genommen. Und wenn wir dann in den Dom reinkommen, das war nämlich ein ziemlicher Aufriss, hier den Schatten hinzukriegen. Ich bin gestern, glaube ich, noch 3 Stunden gesessen. Teilweise ist wahrscheinlich auch mein Notwissen nicht mehr ganz so, aber ja, es ist schon ein bisschen tricky. Okay, also was ist das Coole daran? Naja, wir sehen es halt, ne? Also wenn ich hier, ich kann ja einfach ein schönes Renderbild machen und habe meinen Schatten und es ist einfach eine integrierte Szene. Also ich finde das total cool, ja? Und ich wollte deswegen eigentlich auch HDRI Maker kaufen, weil es einfach schee ist. Ja, so. Aber wie ich dann gesehen habe, dass es unterm Strich dann eigentlich nicht so eine Hexerei ist, habe ich dann doch abgelassen, weil da ist mir dann selbst die 45 Euro. Ich meine, ich mag Add-ons, ja, auch welche zum Kaufen und so. Aber das ist jetzt auch nicht ganz billig und so. Und ja, so. Wie habe ich das gemacht? Also, schauen wir mal in den Viewport. Bam, da haben wir die Kuppel. Was wir auch in den Videos sehen, ist, dass man halt diese Kuppelhöhe
adaptieren kann von der Höhe her. Das muss sein, weil viele HDRI-Maps haben eine leicht unterschiedliche Höhe. Und das kann ich hiermit machen. Das heißt, ich habe hier meinen Boolean und kann sagen GZ. Und tut er updaten. Na gut, dann halt so. Okay. Und jetzt haben wir hier halt ein bisschen, hängt das halt ein bisschen in der Luft. Aber bei manchen, wenn zum Beispiel Objekte zu sehen sind, kleine Objekte, dann muss man ein bisschen weiter runter gehen, weil sonst wirkt die Optik halt gar nicht mehr. Und deswegen braucht man diese verstellbare Kuppel. Und mit dem, also wie ist das gemacht? Schauen wir da mal auf den Modifier-Stack. Wir haben ein Boolean, das heißt, das Boolean-Objekt ist dieser Cube. Ja, der zieht ganz einfach was von der Kuppel ab. Danach wird der Bevel aktiviert. Der Bevel ist auf Angle gestellt. Das heißt, die Kante, die hier entsteht, die wird ganz einfach dann abgerundet. Und zwar halt immer, ne? Zuerst kommt der Boolean, dann der Bevel. Dadurch passt das immer alles schön an der Kante dann zusammen. World Modifier war nur vorsichtshalber, falls dort irgendwelche knappen Kanten entstehen. Und Weighted Normal war auch bloß vorsichtshalber. Das braucht man wahrscheinlich nicht mehr. Kuppel auf Smooth setzen und dann passt das. Der eigentliche Trick ist das Material. Das ist ein bisschen tricky. Deswegen bin ich gestern so lange gesessen. Da müssen wir gerade mal diese wunderschöne Ansicht verlassen. Ich finde das total toll. Muss das gerade hier nochmal einfangen. Total steil. Okay, schau mal ins Material rein. Das ist das Kuppelmaterial, okay? Also für die Anfänger ist das jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen blöd. Aber wir haben ja hier ein Material drauf auf der Kuppel. So. Und ich würde euch das zeigen, wie das geht. Dann könnt ihr das auch mal ausprobieren und nachmachen, weil es kommt nur auf die Kuppel an. So, lass mal schauen. Also zuerst mal haben wir unsere Textur. Das ist eine jetzt hier 8K HDRI-Map. Die lädt man da einfach rein. Ne, macht das Mapping ganz normal, das Mapping-Node und die Texture-Koordinaten über Object. Ja, so. Jetzt kommt die Color in den Principal Shader, in die Color rein, ganz normal. Und einmal in den Emission rein. Was jetzt hier ein bisschen eigenartig anmutet vom Rest her, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Da schauen wir kurz nochmal da rein. So, das dauert hier mittlerweile schon ein bisschen. Mann, Mann, Mann. So, gehen wir da mal rein. Okay, was die Textur macht, wissen wir, wie die ausschaut. Jetzt habe ich hier einmal die Object-Koordinaten und habe dort meinen also Kanal-Separierer. Der tut mir alles, was auf Z ist, tut er von schwarz nach weiß darstellen. Dann habe ich das Ganze addiert. Den Wert muss man teilweise anpassen, damit ich hier von unten einen halbwegs weichen Vorlauf nach oben kriege. Deswegen habe ich das hier noch einmal divided, um das noch weicher hinzukriegen. Aber den Startwert tut man halt mit dem Add machen. Okay. Wenn wir den jetzt einmal auf 3 setzen, dann sehen wir, sollte er weiter nach oben kommen. Der Rand. Nicht ganz. Jetzt haben wir da falsche Richtung. Ah, jetzt kommt er nach oben. Okay. Jetzt geht er wieder ein bisschen nach unten und wird gleich geteilt. Okay. Und diese Darstellung sagt einfach nur, das, was hell ist, soll die komplette Farbe kriegen von der Textur. Das, was dunkel ist, bekommt das Dunkle. Ja, also es ging jetzt hier, schauen wir nochmal in die Color Ramp rein, ging es hauptsächlich darum, rauszurechnen, dass ich unten kein Leuchten haben will. Warum?
Jetzt komme ich schon bald selber nicht mehr mit. Ah, es tut mir leid, ich versuch's. So. Es geht darum, dass wir auf leuchtenden Oberflächen kriegen wir keinen Schatten hin. Das war gestern die Krux gewesen. Und wie kann man das simulieren? Wenn ich hier einfach das mal in den Emission reinmache, dann sehen wir das. So ein bisschen Schatten hatte ich die ganze Zeit, aber das macht halt nicht wirklich viel her. Und deswegen habe ich das so gelöst. Wenn ich jetzt Folgendes mache, also das ein Problem bei der Technik ist, dass ich kann keine Sonne mit reinnehmen, weil die Sonne durchbricht den Dom nicht. Wenn ich die Sonne reinmache in den Dom, dann bringt das nichts, weil die Sonne kommt immer von ganz außen, egal wo man sie hinsetzt. Deswegen hatte ich da ein Problem mit dem Licht. Das können wir hier einfach mal simulieren, indem wir die äußere HDRI-Map in den World Settings auf 0 setzen. Dann kommt nämlich das dabei raus. Es fehlt dann einfach an Beleuchtung. Okay. Und jetzt machen wir die wieder an. So. Das heißt, ich habe jetzt das hinkriegen müssen, dass das, was die Kamera sieht, das Image ist. Und das, was die Kamera aber nicht sieht, sprich was draußen ist, die Oberfläche vom Dom draußen, dass die transparent ist. So, das kann man über mehrere Sachen machen. Das kann man machen über das Backface Culling von dem Dom. Aber ich habe es über das Kamera-Ray gemacht. Deswegen sehe ich es jetzt von draußen halt auch. Wenn ich jetzt noch eine zweite Kamera hätte, die drin ist, dann würde ich es halt nicht mehr sehen, weil so. Kompliziert. Okay, auf jeden Fall ist das halt so, dass jetzt das mit dem Light Pass eben so ist, dass das Licht, was von draußen gesendet wird, von der äußeren HDRI-Map, von dem originalen Background-Image, das kann die Faces vom Dom durchdringen und kann dann hier eben zusätzlich für Beleuchtung sorgen. Und ja, das war der ganze, das war einer der Tricks dabei. Okay. Ja, ich hoffe, ihr seid halbwegs mitgekommen. Probiert es mal aus. Was man noch beachten muss, ist die Rotation. Bei den World Settings habe ich aber, glaube ich, auch rotiert. Genau, die müssen auf gleicher Rotation sein. Hier in die World Settings beim Shader kann man das auch einstellen. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau, was das für einen Grund hatte. Da habe ich es, glaube ich, noch mit der Sonne versucht auszurichten. Also das Ganze könnte man dann drehen. Ne? Können wir hier einfach mal auf, was machen wir? 90 vielleicht. Jetzt haben wir da den Schatten und wir sehen, dass das andere Ding eigentlich gar keinen Schatten mehr macht. Das heißt, hier können wir ganz einfach. Aber es passt natürlich jetzt mit der HDMI-Map nicht zusammen, das von hier. Ne? Deswegen können wir das bei den Object-Settings auch wieder drehen. 0. Und jetzt sehen wir, passt das wieder perfekt. Ja, ich finde das eine ziemlich coole Technik, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat schon irgendwer ein Video dazu gemacht, dann könnt ihr das natürlich auch mit reinnehmen. Aber für so kleine Sachen oder bestimmte Sachen, man könnte hier noch mehr Gebäude hinsetzen, kann ja auch einfach mal, wenn das mein Computer überhaupt noch mitmacht, da einen hinsetzen noch. Und rotiere den einfach um Z 180 Grad. Und habe dann jetzt hier ein bisschen eine größere Szene. Und ich finde, die Beleuchtung ist halt sehr schön. Ja, gut. Das wollte ich euch zeigen, weil zu dem großen Tutorial bin ich jetzt noch nicht viel gekommen. Da ist ein bisschen mehr Vorbereitungsarbeit. Blitze. Ihr wolltet Special Effects. Es gibt Blitze im hoffentlich nächsten Video. Ja, da macht auch schon meine Rendermaschine fast nicht mehr mit. Der ist nämlich in Wirklichkeit viel schneller. Aber schauen wir sich an. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.